Die 200 Ranking-Faktoren von Google. Heute geht es um den Seiteninhalt. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Backlinko.com ist eine Seite, die sich dem Punkt der 200 Ranking-Faktoren von Google angenommen hat und hat das meiner Meinung nach sehr gut getroffen. Ich habe das letzte Mal zum Thema Domain berichtet. Dieses Mal geht es mit den ersten Punkten von mehreren Dutzenden um das Thema der Page selber und dessen Inhalt. Schauen wir gleich rein. Punkt 11, hier geht es Keyword in Title Tag. Der Title Tag, das ist das, was im Browser oben angezeigt wird oder eben dann auch im Suchresultat. Ein ganz entscheidender und wesentlicher Faktor, dass das Keyword dort drin ist. Und der zweite Punkt dreht sich dann gerade um selbe. Auch hier entscheidend, dass das Keyword möglichst weit vorne steht im Titel drin und nicht erst ganz am Schluss. Verzichten Sie also beispielsweise auf das Setzen am Anfang eines Title-Tags des Firmennamens. 13 Keyword in the Description, da steht nur Another Important Relevancy Signal, also auch hier geht es darum, dass man das Keyword in der Description drin hat, das sagt auch die Studie von Searchmetrics. 14 Keyword Appears in H1-Tag, dass die Überschriften, dass die H1-Überschriften das Keyword drin haben. Herzlich willkommen, können Sie sich abschminken. Das bringt nichts mehr. Schauen Sie also, dass Sie mit Ihrem Angebot im Titel drin arbeiten. Dann das Keyword ist der meistgebrauchte Ausdruck im Dokument drin, auf der Seite drauf. Das ist sicherlich so. Das sieht man dann auch bei Google mit der Keyword-Relevanz in den Google Webmaster Tools. Dort muss mein Angebot zu oberst stehen, dort müssen die Wörter stehen, die ich auch anbiete, sonst habe ich hier keine Chance. Ein entscheidender Faktor dann auch die Länge des Inhalts. Wir sprechen hier von 200 Wörtern, die man schreiben sollte pro Page. Also ganz wichtig, dass Sie möglichst viel schreiben. Inhalt wird immer relevanter werden und darum muss auch möglichst viel Text auf die Seiten drauf. Keyword Density, also wie viele Keywords hat es im Text drin. Das Verhältnis, das war früher wichtiger als heute, ist immer noch ein entscheidender Faktor. Das Keyword muss da vorhanden sein, aber übertreiben Sie es nicht. Das kann abbestraft werden, wenn dann nur noch das Keyword drin steht. Weiß auf weiß beispielsweise geht schon lange nicht mehr. Dann geht es hier um die Synonyme, semantischer Index. Auch hier, man hat hier ein Beispiel drin, Apple, the Computer Company versus the Fruit, also dass man umschreibt, was man macht, dass man solche Synonyme beschreibt, das hilft Google, das zu vereinfachen, dann werden sie besser gefunden. Das ist ein positiv auf sich auswirkender Faktor. Genauso beim zweiten Punkt hier mit dem Titel und der Description, auch da sollte das drin sein. Und der letzte der heutigen Punkte, dann Page Loading Speed via HTML, auch das ist was, das wir immer wieder bewerten, wie schnell lädt eine Seite, wie komplex ist sie hindurch aufgebaut. Natürlich, wie schnell kommt das Ganze im Browser rüber, auf verschiedenen Browsern ist, was das Google und Bing sehr stark beleuchten. Das also die ersten Page-Faktoren, also aus dem Inhalt raus, die man beachten sollte. Da hat es ein paar ganz wichtige dabei gehabt. Ich werde das nächste Mal weiterfahren. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch wieder dabei sein werden. Kommentare, wie immer gerne hier. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie es hier abonnieren. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie haben website-marketing.co geschaut.